Gewitter. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sausia. Du musst jetzt Danke sagen. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sausia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Was war das für ein Geräusch? Peppa! Schorsch! Schnell! Kommt ins Haus! Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt, mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik, der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sausia! Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy! Ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass, guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Tschie, hey, und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Mmh. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je, was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Baby-Eierleicht. Ey, was? Schnell, es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Baby-Eierleicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei. 3 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra! Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfützen. Peppa liebt es, durch Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch. Autowaschtag. Heute will Papa Wutz eine Spritztour mit der ganzen Familie machen. Na los, sind alle fertig? Fertig. Ja, Papa Wutz, wir sind bereit. Aber das Auto ist nicht bereit. Schaut mal, wie schmutzig es ist.
Oh, das ist doch nicht schlimm. Wirf erst mal einen Blick hinein. Nein, also wirklich, Papa. Nein, also wirklich, Papa. Was hier alles herumfliegt. Zeitungen. Ja, meine. Süßkram. Von mir. Der Dinosaurier. Dino. Wir müssen das Auto waschen, bevor wir losfahren. Du hast recht, Mama Wutz. Mama, kann ich beim Waschen helfen? Ja, wenn du möchtest. Hurra! Papa Wutz wäscht das Dach. Mama Wutz wäscht die Motorhaube. Peppa wäscht die Türen. Schorsch würde gern die Fenster putzen. Aber er ist zu klein. Komm, Schorsch, ich helfe dir. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Ah, Peppa, halt! Entschuldigung. Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh, keine Panik. Oje, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. Geht ihr euch trocknen, ich poliere das Auto. Ja, bis später. Dann bis später. Papa Wutz poliert das Auto, bis er sich darin spiegeln kann. Was für ein ulkiges Gesicht. Oh, und noch mehr ulkige Gesichter. Es sind Peppa und Schorsch und Mama Wutz. Wie das Auto plötzlich glänzt. Ja, ich bin nämlich Autowaschfachmann. Los, kommt, ich fahre heute. Alle Mann an Bord? Jawohl. Dann geht's los. Ich hoffe, alle halten das Auto heute sauber. Ja, Mama Wutz. Ja, Mama Wutz. Mama, das warst jetzt aber du ganz allein. Hoho, also Mama. Also wirklich, Mama. Salat. Peppa und Schorsch essen heute bei Oma und Opa Wutz zu Mittag. Oma Wutz! Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Habt ihr Lust, Opa Wutz beim Gemüsepflücken zu helfen? Au ja! Opa Wutz! Opa Wutz! Hallo, Peppa und Schorsch! Das ist der Gemüsegarten von Opa Wutz. Er ist ein begeisterter Gärtner. Wer ist das? Felvia. Ein Dinosaurier. Ho, 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 ho. Kommt, wir suchen Gemüse fürs Mittagessen aus.
Wie wär's mit Tomaten? Au ja, Tomaten. Schorsch, magst du auch Tomaten? Nein. Schorsch mag Tomaten überhaupt nicht gerne. Oh je. Mögt ihr zwei Salat? Au ja, Salat. Nein. Schorsch mag auch überhaupt keinen Salat. Oh je. Ich muss doch etwas haben, was Schorsch mag. Magst du vielleicht Gurke? Bäh. Schorsch mag keine Gurken. Er mag keinen Salat und auch keine Tomaten. Also, Schorsch, welches Gemüse magst du denn dann? Schokokuchen. Dummer Schorsch. Schokokuchen ist doch kein Gemüse. Naja, Schorsch mag das Gemüse bestimmt gleich lieber, wenn es erst mal im Salat ist. Oh, leckere Tomaten, Salat und Gurke. Schnell ins Waschbecken damit. Peppa und Schorsch helfen Oma Wutz, das Gemüse zu waschen. Das dürfte sauber genug sein. Oma Wutz hat einen Salat aus dem Gemüse gemacht. Opa Wutz, rufst du alle zu Tisch, bitte? Essen! Oma Wutz hat eine Pizza gebacken. Und hier ist Salat. Aus Opas Tomaten, Salat und Gurke. Dann haut mal rein! Schorsch hat seine Pizza aufgegessen, aber nicht die Tomate, den Salat und die Gurke. Oh je, Schorsch, magst du deinen Salat nicht? Nein. Schorsch, probier ein bisschen von der leckeren Tomate. Bäh. Schorsch, das hier ist Gurke, aus Opas eigenem Garten. Bäh. Versuch ein Salatblatt, Schorsch. Es ist köstlich. Oh, na, na, Schorsch. Schau mir doch mal zu. Jetzt ist es ein Saurier. Saurier. Schorsch mag Dinosaurier. Sogar wenn sie aus Salat sind. Er isst alles auf. Du isst ja alles auf. Möchtest du vielleicht noch mehr? Voll. Schorsch, passen denn wirklich keine Tomaten, kein Salat und keine Gurken mehr in dein Bäuchlein rein? Schorsch kann wirklich nichts mehr essen. Schorsch, passt wirklich überhaupt nichts mehr in deinen Bauch? Schorsch ist pappsatt. Aber willst du etwa keinen Schokoladenkuchen? Schokokuchen. Oha, Schorsch scheint ja wirklich wieder mächtigen Appetit zu haben. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, Schorsch, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Juhi. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln.
Schorsch, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauch ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Baby-Eierlein. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich hab da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt, Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Hohoho, natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Hohoho, ich mag Zelten. Die schläfrige Prinzessin. Für Peppa und Schorsch ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden. Mama, Papa? Ja, Peppa? Krieg ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will Schorsch keine Geschichte mehr hören. Schorsch, willst du eine Geschichte? Sag ja. Ho, ho, ho. Na gut. Das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen. Ich glaube, ich erzähle mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Papa! Wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Hoho, ja, es kommt eine Prinzessin vor. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja,
Sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls, er sah gut aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Dinosaurier. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz! Ups, hoppla! Das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also das war so. Die Sonne ging unter und der Mond und die Sterne gingen auf. Und alle wurden schläfrig. Aber am schläfrigsten von allen war die schläfrige Prinzessin. Peppa, bist du müde? Nein, Papa, ich bin überhaupt nicht müde. Jemand anderes schon. Schorsch, wach auf! Du verpasst das Ende vom Märchen. Wenn auch Peppa nicht schläfrig ist, die schläfrige Prinzessin war es. Tag ein, Tag aus in den Spiegel zu gucken, hatte sie völlig erschöpft. Ich bring dich jetzt zu Bett. Gute Nacht. Die schläfrige Prinzessin war so schläfrig, dass sie sofort einschlief. Danke für das Märchen, mein König. Zu Diensten, Majestät. Eine wahrhaft königliche Gute-Nacht-Geschichte für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Das Baumhaus. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Oma Wutz! Wie schön, dass ihr mich besucht. Zieht eure Gummistiefel aus, bevor ihr ins Haus kommt. Gut, Oma. Peppa, Schorsch, schaut, was ich hier habe. Kleine Gardinen. Oh, Oma, wozu sind die kleinen Gardinen da? Überraschung. Wollt ihr nachschauen, was Opa Wutz für euch im Garten gebaut hat? Ja, komm, Schorsch. Opa Wutz! Opa Wutz! Hallo, Peppa und Schorsch. Ich habe etwas Feines für euch. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus für Schorsch und mich. Jetzt wisst ihr, wofür die kleinen Gardinen sind. Hurra! Peppa und Schorsch freuen sich riesig. Danke, Oma Wutz. Danke, Opa Wutz. Hoho. Wer will denn zuerst ins Haus? Ich. Herein spaziert. Aber bevor ich ins Haus darf, muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Ich bin im Baumhaus. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Peppa im Baumhaus besuchen? Ja, wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Peppa ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da?
Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau, Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Na gut. Papas großer Dickbauch. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Ich weiß was. Papa Wutz kann oben rein ins Haus. Jetzt sind Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz alle zusammen im Baumhaus. Unser Baumhaus ist so schön. Ich will für immer hier drin bleiben. Oh, heißt das, dass du mich auch nicht mehr in meinem Haus besuchen willst? Nein, Oma. Vielen Dank. Schade. Na ja, dann müssen Opa Wutz und ich wohl alle meine selbstgemachten Kekse ganz alleine aufessen. Kekse! Warte, Oma Wutz! Hier sind meine leckeren Kekse. Aber hier kommt nur rein, wer die geheimen Geheimworte weiß. Das ist doch leicht. Papas großer Dickbauch. Richtig. Also, ich finde immer noch, dass das blöde geheime Geheimworte sind. Kostümparty. Peppa und Schorsch geben eine Kostümparty. Sie haben alle ihre Freunde eingeladen. Peppa hat sich als Zauberfee verkleidet. Und Schorsch geht als Dinosaurier. Hier sind Wendys Freunde. Luzi Locke, Klausi Kleff, Molly Mietze, Luisa Löffel und Pedro Pony. Luzi geht als Krankenschwester. Hallo, Luzi. Hallöchen, Herr Wutz. Gut, dass Sie da sind, Schwester Luzi. Kommen Sie aus dem Krankenhaus? Ich bin keine echte Schwester. Ich bin nur verkleidet. Der Witz war gut. Na, und wen haben wir hier? Ich bin ein Pirat. Landratten in Sicht. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Nee. Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und was bist du, Luisa Löffel? Eine Karotte. Fantastisch. Kommt rein. Drinnen warten eine Zauberfee und ein Dinosaurier. Hallo alle zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Ich bin Zauberfee Peppa. Du musst dich verbeugen, wenn du zu mir sprichst. Hallo Majestät. Ich bin Schwester Luzi. Sag mal A. Also A. A. Nee. Ich bin ein Clown. Mach mal was Lustiges. Luisa, warum hast du dich als Karotte verkleidet? Ich mag Karotten. Sausier. Ein gefährlicher Dinosaurier. Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Miau. Hallo, Peppa. Hallo, ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Miau. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausier. Oh je, Schorsch hat Angst vor seinem Spiegelbild.
Armer Schorsch. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich! Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molly. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch. Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra! Jetzt sagst du, wer der Gewinner ist. Au ja. Und gewonnen hat ich. Peppa, du kannst dich nicht selbst wählen. Du bist der Preisrichter. Oh, schade. Such jemand anderen aus. Okay, die Möhre gewinnt. Hurra! Danke. Peppa findet Kostümpartys großartig. Aber nicht nur Peppa. Museumsbesuch. Familie Wutz macht heute einen Ausflug ins Museum. Papa, was ist ein Museum? Es ist ein Haus voll mit alten und interessanten Dingen. Älter als du? Ja, noch viel älter als ich. Oh, wirklich alt. Ein Raum ist voll mit Dingen, die vor langer Zeit einer Königin gehörten. Oh, den muss ich unbedingt angucken. Und in einem Raum steht ein echter Dinosaurier. Boah. Fausia! Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Und für wie viele Personen? Zwei große und zwei kleine. Fausia! Und ein Dino. Peppa will zuerst den Raum mit den Sachen der alten Königin sehen. Boah. Schorsch will lieber gleich den echten Dinosaurier angucken. Keine Sorge, Schorsch. Wir gehen gleich zum Saurier. Peppa, hier kannst du dir all die Sachen von der Königin genau angucken. Guck, Peppa, das ist ihr kostbarer Stuhl. Es ist ein Thron. Wie schön der ist. Und hier ist ihr Kleid. Das funkelt aber. Schau mal hier. Das ist ihre goldene Krone. Boah, die war bestimmt teuer. Mama, wo ist der Königsfernseher? Den gab's damals noch nicht. Kein Fernseher? Gab es auch keine Computer? Nein, die gab es damals auch noch nicht. Was haben die dann gemacht? Mama, als Königin kann man so viel Kuchen essen, wie man möchte. Peppa stellt sich vor, sie wäre Königin. köstlich. Darf ich euch sonst noch etwas bringen, Majestät? Ja, mehr Kuchen. Sofort. Kommt, wir gehen weiter. Ich komme schon. Papa, ich bin die Königin. Du musst dich verbeugen, wenn du mit mir sprichst. Oh, ich bin untröstlich, königliche Hoheit. Wer seid ihr überhaupt? Na, euer Papa. Das muss sehr aufregend sein. Ja, das kann ich euch versichern. Was ist das für ein Raum?
Das ist der Dinosaurierraum. Der Dinosaurierraum? Schorsch, das ist der Dinosaurierraum. Saurier. Wo ist denn der Saurier? Er ist hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist es ein Minisaurier. Eigentlich ist er sehr groß, Peppa. Boah. Das sind die Knochen eines echten Dinos. Saurier. Schorsch stellt sich vor, er wäre ein riesiger Dinosaurier. Ein Dinosaurier! Hilfe! Hilfe! Der Dinosaurierraum ist Schorschs Lieblingsraum. Mein Lieblingsraum ist der mit den Königinnen-Sachen. Ich glaube, Papa Wutz hat auch schon seinen Lieblingsraum gefunden. Welchen Raum meinst du denn? Den Raum mit den Kuchen. Papas Lieblingsraum ist natürlich das Museumscafé. Setzt euch zu mir. Oh ja, das ist der schönste Raum.